and hobbies. Lesson 1. Jobs and hobbies. Vocabulary. Listen and repeat. Seine Baseballmannschaft hat das Spiel verloren. Die Eishockeymannschaft läuft Schlittschuh. Er hat sich am Knie verletzt, während er Basketball gespielt hat. Tennis. Baseball. Golf. Fußball. Eishockey. Basketball. Die Katze sieht den Fisch. Er fasst das Fenster an. Sie probiert den Reis. Er riecht an der Blume. Sie riecht an etwas. Sie fasst etwas an. Sie probiert etwas. Sie hört etwas. Sie sieht etwas. Es regnet, aber ich habe meinen Regenschirm vergessen. Ich habe eine Idee. Wir können eine Zeitung benutzen. Ich brauche eine Leiter, aber ich habe keine. Ich habe eine Idee. Wir können einen Stuhl benutzen. Er ist mein Lieblingsschauspieler. Der Fußballspieler ist müde. Der Künstler malt die Stadt. Die Schauspielerin weint. Die Kleidung des Baseballspielers ist schmutzig. Die Künstlerin malt die Pilze. Ich möchte Schauspieler werden. Ich möchte Eishockeyspieler werden. Ich möchte Künstler werden. Von Beruf bin ich Lehrer. Aber mein Hobby ist Gitarre spielen. Mein Hobby ist Basketball spielen. Aber von Beruf bin ich Reiseführerin. Mein Hobby ist Lernen. Aber von Beruf spiele ich Klavier. Haben Sie in der Schule gelernt, Baseball zu spielen? Nein, ich habe es von meinem Vater gelernt. Baseball war sein Lieblingshobby. Als Kind war Baseball mein Hobby.
Von Beruf wollte ich Arzt werden. Sie angeln zusammen. Er angelt allein. Diese Basketballspieler spielen zusammen. Dieser Basketballspieler spielt allein. Wir fahren zusammen nach New York. Ich höre allein Radio. Die junge Frau ist allein. Wir spielen gern zusammen Klavier. Lesson 1. Jobs and Hobbies. Speaking. Listen and repeat. Meine Eishockeymannschaft hat vor 15 Jahren die Meisterschaft gewonnen. Das braune Pferd gewinnt das Rennen. Ich habe die Golfmeisterschaft gewonnen. Viele Leute kommen zu diesem Rennen. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, werden wir in der Meisterschaft spielen. Wir werden in der Meisterschaft spielen. Wenn ich dieses Spiel gewinne, werde ich in der Meisterschaft spielen. Ich werde nicht in der Meisterschaft spielen. Ich reise allein. Wir fahren zusammen nach New York. Ich höre allein Radio. Wir spielen gern zusammen Klavier. Sie angeln zusammen. Er angelt allein. Diese Basketballspieler spielen zusammen. Dieser Basketballspieler spielt allein. Von Beruf bin ich Lehrer. Aber mein Hobby ist Gitarre spielen. Mein Hobby ist Basketball spielen. Aber von Beruf bin ich Reiseführerin. Mein Hobby ist Lernen. Aber von Beruf spiele ich Klavier. Kannst du den Fernseher hören? Nein, ich kann den Fernseher nicht hören. Er ist nicht laut genug. Kannst du ihn jetzt hören? Ja, jetzt kann ich ihn hören. Kannst du das Radio hören? Nein, ich kann das Radio nicht hören, weil sie saugt. Kannst du den Zug hören?
Ja, ich kann den Zug hören. Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Gemälde? Manchmal habe ich Ideen, wenn ich reise. Manchmal habe ich Ideen, wenn ich Musik höre. Die Idee für dieses Gemälde hatte ich während eines Autorennens. Er hatte eine Idee. Jetzt weiß er, dass es eine schlechte Idee war. Sie hatte eine Idee. Alle glauben, dass es eine gute Idee war. Lesson 1. Jobs and Hobbies. Pronunciation. Listen and repeat. Kannst du das Radio hören? Nein, ich kann das Radio nicht hören, weil sie saugt. Kannst du den Zug hören? Ja, ich kann den Zug hören. Wir fahren zusammen nach New York. Ich höre allein Radio. Die junge Frau ist allein. Wir spielen gern zusammen Klavier. Es regnet, aber ich habe meinen Regenschirm vergessen. Ich habe eine Idee. Wir können eine Zeitung benutzen. Ich brauche eine Leiter. Aber ich habe keine. Ich habe eine Idee. Wir können einen Stuhl benutzen. Wir sprechen heute mit dem berühmten Künstler Lars Thielmann. Seine Gemälde wurden in Kunstmuseen in Paris, Rom und London gezeigt. Willkommen, Herr Thielmann. Ich freue mich, hier zu sein. Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Gemälde? Manchmal habe ich Ideen, wenn ich reise. Manchmal habe ich Ideen, wenn ich Musik höre. Die Idee für dieses Gemälde hatte ich während eines Autorennens. Seit wann sind Sie Künstler? Ich male, seit ich ein Kind war. Haben Sie Hobbys? Ja, ich spiele samstags Basketball.
Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind, Herr Thielmann. Gern geschehen. Unit 14. Professions and Hobbies.